Nachdem jetzt endlich der verdammte Langhals gestorben ist, kann ich endlich mal zu den wirklich interessanten Viechern übergehen, zu den Fleischfressern. Hier ist es nun so, dass wir nur mit dem Velociraptor anfangen können. Im Gegensatz zu den Pflanzenfressern, wo wir tatsächlich zwei zur Auswahl haben. Na, machen wir weiterhin Weibchen. So, okay. Dann fangen wir jetzt mal an mit dem Velociraptor. Huch. Okay. Okay, jetzt muss ich mich orientieren, weil ich möchte dahin, wo der Große ist. Muss ich erstmal mich zurechtfinden. Erstmal schauen, wo ich hier überhaupt bin. Nicht im Gras, sondern ich muss irgendwo da hinten in die Ecke hin. Das hier, okay. Wenn das der Fels hier ist, der eine, dann müsste ich ja eigentlich schon in der Nähe sein. Eigentlich. Gleich mal schauen. Okay. Ja. Ach, immer die Leute mit ihren Problemchen. Okay, ich muss jetzt gleich mal gucken, wo dieser verdammte Canyon ist. Pardon, wenn ihr auch immer dieses Dittet hört. Das ist jemand, mit dem ich das Game hier gerade spiele. Ich habe hier gerade einen unmöglich großen Vorrat an Fleisch besorgt, indem ich mich umgebracht habe. Ist das nicht lieb von mir? Ich bin der Fachmetzger. Gut, ich muss mich nur ein bisschen zurechtfinden. Hier ist, glaube ich, diese Einbuchtung, diese Tiefe, oder? Ich bin mir nicht sicher. Naja, egal. Erstmal werde ich mal gucken, dass ich jetzt da hinkomme, wo ich hin will. So. Rennen. Gucken wir mal kurz. 36 Leute. Es werden langsam immer mehr. Ich sollte echt gucken, dass ich voranmache. Mindestens Alusaurier werde. Und darauf hoffen, dass mich niemand sieht. Ihr werdet es auch bald selber sehen. Naja, dementsprechend, wie schnell ich halt eben in der Fleischfresser-Evolution vorankomme, dass die Uta-Raptoren, die in diesem Game sind, total von den Raptoren, sage ich jetzt einfach mal dazu, von Jurassic Park inspiriert worden sind. Es ist schon witzig, weil die haben ja auch sogar dieselben Ruflaute wie in Jurassic Park, also dieselben Tonarten. Haben die Fleischfresser teilweise echt mehr Ausdauer als die Pflanzenfresser. Okay. Ah ja, genau das Wasserloch, das Tiefe. Und ich hänge. Bloß nicht die Beine brechen. Das ist schlecht bei dem. Canyon müsste dann dort hinten irgendwo sein, in diese Richtung, wo ich gerade laufe. Es ist gut, dass momentan nicht so viele Leute hier gerade spielen. Da habe ich richtig großes Glück. Ah, mal gucken, ob sie es versteht. Okay, ich muss mich kurz orientieren, wohin ich muss. Okay. Kein Schwein ist da. Okay. So.
So, okay, da unten ist der eine See, wo ich gerade mit dem Langhals noch eben war. Da muss ich noch ein kleines bisschen in diese Richtung rüber wandern. Und dann bin ich auch schon an diesem Canyon. Ich würde sagen, solange jetzt hier nichts... Okay. Das war auch wieder eine ganz ulkige Aufnahme. Solange nichts wirklich Spannendes passiert, außer halt eben laufen, 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 würde ich mal sagen, cutte ich das eben schnell. Sollte was, wie gesagt, passieren, dass mich irgendwas jagt oder so, werde ich natürlich die Aufnahme sofort wieder starten. Und dann würde ich sagen, sieht man sich gleich. So, da bin ich auch wieder. Und die Reise hat sich als länger entpuppt als erwartet. Und ja, ich kann jetzt schon theoretisch aufsteigen zum nächsten Raptorentyp, sage ich mal. Zum Astroraptor, das ich auch gleich mal machen werde. Und ja. Was? 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 Was war das gerade? Was war das gerade? Hä? Okay, ihr habt's gesehen. Dieses komische... Ich bin verwirrt. Das hat mich gerade ein bisschen aus der Fassung gebracht. Naja, egal. Wie gesagt, ich werde dann direkt mal zum nächsten Raptor aufsteigen. Aber das machen wir in der nächsten Folge. Und bis dahin, ciao.